Danke, dass ich hier sein darf. Und auch für die zur Vorbereitung dieser Kompaktkonferenz, glaube ich, konnte man sich kein wichtigeres und dringendes Thema aussuchen. Und ich verweise nochmal auf den Vortrag vom letzten Monat von Peter Feist. Ich könnte anschließen und möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass ich dem inhaltlich, was er gesagt hatte, voll zustimme. Und dass die Frage der Souveränität eine ganz wichtige ist. Und vielleicht ist dieser Vortrag dahingehend ganz gut gewesen, dass auch die Reihenfolge so gekommen ist, denn ich werde mich heute diesem Thema Souveränität aus einem ganz anderen Blickwinkel nähern. Um mich erst einmal ganz kurz vorzustellen, ich stehe hier vorhin als Vorstand einer gemeinnützigen Stiftung und als Geschäftsführer des Schweizer Stiftungsbundes. Das ist eine Treuhandorganisation, eine Treuhandgesellschaft in der Schweiz, und da bin ich nicht ganz zufällig hingekommen. Denn seit 7, 8 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema erst einmal, wie mache ich mich souverän von dem System? Wie löse ich mich von mir aus systemverträglich oder auch nicht von dem System? Und alles, was Sie von mir heute hören werden, hat etwas zu tun mit der Darstellung auch meiner Entwicklung, die da war, Try and Error. Und wirkliches Wissen, ich bin ja eigentlich ausgebildeter Finanzdienstleister und studierter Betriebswirt. Und habe eigentlich mit rechts wenig zu tun oder wenig zu tun gehabt und bin ein sogenannter Seiteneinsteiger. Irgendwie scheint es meine Bestimmung im Leben gewesen zu sein. Ich weiß gar nicht warum, denn wenn wir dieses Thema hoffentlich bearbeitet haben, und das ist meine Vision, was das Recht betrifft, dass ich mich irgendwann nicht mehr mit diesem Unsinn beschäftigen muss und dass wir so etwas wie diesen Rechtsstaat, wie er heute existiert, der ja wenig mit Gerechtigkeit zu tun hat, irgendwann nicht mehr brauchen. Das wäre meine Vision. Aber die Umstände haben es halt bestimmt, sich mit dem Thema ein Stück zu beschäftigen. Und das möchte ich heute tun. Und auch unter dem Blickwinkel der Souveränitätskonferenz, die da lautet, auch ist Deutschland souverän. Und ich möchte Ihren Fokus heute mal auf eine ganz andere Geschichte lenken. Vielleicht ist die Frage falsch gestellt. Denn das werden Sie gleich sehen, wer oder was ist Deutschland? Und da sollten wir einsteigen. Und bestimmte Dinge stelle ich hier voran. Heraklit von Ephesus, 500 vor Christus, der da mal gesagt hat, durch ihre Unglaubhaftigkeit entzieht sich die Wahrheit dem bekannt werden, dem erkannt werden. Und viele Dinge mögen für den einen oder anderen, die jetzt kommen werden, ein bisschen unglaubhaft sein. Sie werden jetzt von mir einen Vortrag erleben, ungefähr eine Stunde, und dann können wir noch letzten Endes darüber diskutieren. Ich ziehe die Sache also sozusagen erst einmal durch. So zack, zack, zack. Ich habe eine dreifache Beweisführung. Einmal Gesetzestexte, B, Ausweisdokumente und C, Antworten der Behörden. Denn wie gesagt, meine Kompetenz ist über die Jahre entstanden dadurch, dass wir, ich meine, so habe ich auch angefangen, dann hat man irgendetwas gelesen, dann hat man irgendwas gemutmaßt, wie bestimmte Dinge sein mögen, und dann hat man irgendetwas geschrieben und irgendetwas unternommen. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, und viele andere mit mir auch, die da gesagt haben, naja, der eine sagt so und der andere sagt so, ich weiß ja gar nicht mehr, wem ich glauben soll. Und ich kann Ihnen heute den Weg aufzeigen, wie Sie selber für sich persönlich A, vom Glauben ins Wissen kommen. Und das ist ausschließlich über die Tat. Und die Dinge sind immer ganz einfach. Fragen Sie doch einfach die es betrifft. Diejenigen, die Ihnen diese Ausweise, die Sie haben, angedreht haben, stellen Sie denen noch mal ein paar intelligente Fragen. Und dabei stelle ich am Anfang eins fest. Erstens, in Ihren Antworten, Behörden lügen nicht. Auch nicht in der BRD. Sie sagen nur nicht die Wahrheit. Aber das ist ein riesengroßer Unterschied und ein ganz feiner Unterschied. Und den möchte ich Ihnen gleich mal ein Stück demonstrieren, was so passiert und wie wir hier einer riesengroßen Täuschung aufgesessen sind von Betrügern, Neppern, Schleppern, Bauernfänger. Und ich behaupte, das werden Sie vielleicht hoffentlich zum Schluss auch erkennen, dass das, was passiert und wenn es hier um diese Souveränität geht, nicht nur eine Bedeutung für uns hat, für uns als Deutsche, sondern dass das hier eine Weltbedeutung hat. Das kennen Sie vielleicht, 18.11. vor genau einem Jahr, fast genau einem Jahr, Wolfgang Schäuble auf dem European Banking Congress in Frankfurt am Main äußerte er sich zur Souveränität wie folgt. Das war die alte Rechtsordnung, die dem Völkerrecht noch zugrunde liegt, mit dem Begriff der Souveränität, die in Europa längst ad absurdum geführt worden ist, spätestens in den zwei Weltkriegen der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Und wir in Deutschland sind
seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Das war die entscheidende Aussage, obwohl es leise war. Hoffentlich hat es jeder mitgekriegt. Wolfgang Schäuble, wir sind in Deutschland seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt voll souverän gewesen. Nun, der Volljurist Schäuble sollte wissen, wie es sich mit der Souveränität verhält. Mit der nicht ganz vollen Souveränität verhält es sich ungefähr so wie mit der Frau, die nicht ganz schwanger ist. Also entweder ich bin souverän oder ich bin nicht souverän. Um die Aussagen zu belegen, die Schäuble gesagt hat, ist es gar nicht so schwer. Da kann man reingehen, da gab es etwas Ungeheuerliches. Wir könnten jetzt tausend Dinge erzählen, ich möchte es wirklich fokussieren auf die wichtigen Dinge. Die können Sie nachlesen im Gesetz, am 30.11. ist es im Bundesgesetzblatt erschienen, nennt sich Aufhebung vom Besatzungsrecht. Da denkt man doch als erstes, hier wird Besatzungsrecht aufgehoben. Ne? Liest man dann aber den Paragraphen weiter und kommt hinter die Bedeutung, was das sein soll, denn schauen wir uns mal hier den Paragraphen 2 alleine an. Da steht Aufhebung bundesrechtlicher Vorschriften über die Bereinigung von Besatzungsrecht. Und ich dachte, ich lese nicht richtig. Es werden aufgehoben das erste Gesetz zur Aufhebung, das zweite Gesetz zur Aufhebung, das dritte Gesetz und so weiter und so fort. Meine Damen und Herren, dumme Frage, was ist denn die Aufhebung der Aufhebung? Genau, das ist passiert. Das, was hier in Deutschland momentan, in Deutschland nicht, in der Bundesrepublik, muss ich mich immer genau ausdrücken, gilt, ist Besatzungsrecht heute. Und wir reden hier nicht von Veröffentlichungen im Bundesanzeiger von vor Anno Dunumal, sondern wir reden hier vom Jahre 2007. Die Frage nach der Souveränität lässt sich auch ganz leicht und mit dem Grundgesetz beantworten. Ich habe hier nur einen Artikel rausgenommen, und zwar den Artikel 120. Da steht drin, fängt gleich so an, der Bund trägt die Aufwendung für Besatzungskosten. Das haben souveräne Staaten so an sich, so etwas zu tun, überhaupt besetzt zu sein oder sowas, so eine Geschichte zu machen. Und damit bin ich eigentlich mit diesem Thema Souveränität durch. Was wir gemacht haben, und Aktivisten von uns, die haben nochmal nachgefragt, haben wir das richtig gelesen? Und das ist die Interaktion mit den Behörden, da wird viel spekuliert. Hat das Grundgesetz eine Gültigkeit, hat es keine Gültigkeit, gilt das oder nicht und so weiter und so fort. Übrigens stelle ich meine persönliche Meinung völlig hinten an, weil ich habe eine andere Meinung dazu, was das Grundgesetz betrifft. Es, sicherlich aus meiner Sicht hat es eine Gültigkeit, nämlich als höchster AGBs einer Firma. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir fragen die trotzdem an, gilt das Grundgesetz? Die sagen ja. Jetzt haben wir auch angeschrieben, Bundesjustizministerium, gilt denn dieses Bereinigungsgesetz über Besatzungsrecht? Antwort, beide Gesetze über die Rechtsbereinigung sind damit vollwirksames Bundesrecht. Von ihrem Zweck her setzen sie ältestes Recht, das keine praktischen Anwendungsbereiche mehr hat, außer Kraft. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag beglaube ich Tarifbeschäftigte. Wenn es nicht so traurig wäre. Allein über diesen Brief und eine Analyse könnte man eine ganze Menge schreiben, auch was die Stempel und was das hier alles so für eine Bedeutung hat, wie letzten Endes die Täuschung funktioniert. Aber ich möchte das festhalten, ich persönlich bin noch ein Stück weiter gegangen und habe den Bundestag angeschrieben und habe gesagt, zu diesem Gesetz sollen Sie mir noch mal bitte die Lesungs- und Abstimmungsprotokolle aus dem Bundestag schicken. Zwei Tage später waren die da. Da fehlte was. Die Abstimmung. Meine Damen und Herren, da werden Gesetze im Bundestag verlesen und die gehen nicht zur Abstimmung. Und wenn das die oberste Legislative eines souveränen Staates sein soll, dann sollte man denen mal die Frage stellen, spätestens da sollte diesen Abgeordneten ein Licht aufgehen, wo sie tätig sind, für wen sie tätig sind. Nicht, dass es hinterher heißt, der Führer ist dieses Wesen, wir haben von nichts gewusst. Ne? Ich behaupte, die wissen alle Bescheid. Und viele Sachen, das werden Sie gleich sehen, von Petitionen, die wir eingereicht haben. Ich habe mich ganz von unten hochgearbeitet, habe im Einwohnermeldeamt gesessen, habe mir meinen Dings gezogen, bis hin zur Petition Bundestag. Und die sind alle eingeweiht, die wissen jetzt alle um das Thema, was kommt, und die tauchen alle vollständig ab. Deswegen kann ich Ihnen sagen, wir haben hier mit dem Thema Souveränität und noch besser mit dem Thema Staatsangehörigkeit, das ja dann die Souveränität gerade koppelt, letzten Endes das Schlüsselthema getroffen, schlechthin. Noch aus berufenem Mund. Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist das, was sie ist.
Interessant ist, meine Damen und Herren, wann man Politikern irgendetwas sagen lässt. Und viele im Kabarett kommt oft rüber, wenn man das guckt, die Anstalt und so weiter und so fort, da wird immer oft der Eindruck vermittelt, mein Gott, wir sind ja nur von Idioten umgeben und die gehören eigentlich alle in die Anstalt. Ich bin nicht dieser Meinung. Ich denke, das sind ganz intelligente Leute, die wissen ganz genau, was sie tun. Und wir haben in Deutschland die besten Politiker, die man für Geld kaufen kann. Und die Frage ist, von wem und für wen sind die letzten Endes tätig? Und es ist interessant, in welchem Kontext wer was sagt. Ob bei Pelzig unterhält sich hier der Seehofer, ne, zur Frage der Demokratie, das die nichts zu sagen haben, die da gewählt sind und ganz andere haben es und so weiter und so fort. Oder hier sucht man sich einen SPD-Parteitag in Dortmund aus im Zuge einer Wahlkampfrede. Da wird dem Volk oder dem Parteigenossen oder wer es ist, das stand ja übrigens auch auf, dachte ich, höre nicht richtig, mir fällt die Tasse Kaffee morgens runter. Ich habe dann noch auf den Seiten der SPD nachgelesen, da findet man dann auch die Redeprotokolle, dass der so gesagt hat, es ist alles dokumentiert. Dem ist das auch nicht so rausgerutscht. Warum? Mein persönlicher Eindruck ist der, die wollen ein Stück aus der Nummer Täuschung im Rechtsverkehr raus. Wenn es dann daneben geht, können die sagen, hey, wir haben euch doch immer alles gesagt. Nur wir sind so konditioniert, die Dinge letzten Endes nicht mehr richtig wahrzunehmen. Meine Damen und Herren, nochmal, nicht zurück, nochmal ein weiter vor, genau das hier. Wir haben Anfragen gemacht, nicht nur bei der Bundesregierung oder bei irgendwelchen Behörden, auch was die Souveränität betrifft, sondern auch die Alliierten. Im Stiftungsbund, da ich hier auch geschäftlich tätig bin, noch aus der Schweiz heraus und wir bestimmte Geschäfte machen, wollte ich mir Befehlszummern, man kennt ja die Rechtslage, wie es ist, und schreibe oft die Alliierten an. Mit dem Ergebnis, die tauchen genauso ab. Und gucken erst und sondieren, wie sich hier bestimmte Dinge entwickeln. Also es hängt wirklich, möchte ich sagen, einen ganzen Großteil von uns ab. Kann Ihnen vielleicht nachher noch sagen, wie die teilweise dort reagieren und wie schwer meinetwegen auch so ein Stück diplomatisches Parkett ist, wo ich überhaupt keine Ahnung oder überhaupt Kompetenz oder... Aber man begibt sich dann einfach mal da rein, schauen wir mal, wie die Dinge sich entwickeln. Haben wir die britische Botschaft angeschrieben? Interessant ist jetzt das Datum, wo die Antworten zur Souveränität von Deutschland. Nämlich genau an dem Tag, wo Schäuble in Frankfurt sagte, Deutschland ist zu keinem Zeitpunkt souverän gewesen, kommt von der britischen Botschaft, die nie antworten, mal ein Antwortbrief zur Souveränität. Und jetzt kommen die entscheidenden der entscheidende Satz. Das sind immer nur ganz kurze Briefe, ne? Und dann kann man da lange drüber sitzen und rätseln, was die machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger und wertvoller Brief, den wir hier erhalten haben. Da steht drin: Die damit verbundenen alliierten Vorbehaltsrechte verloren erst 1990 mit der deutschen Wiedervereinigung und dem Inkrafttreten des 2+4-Vertrages am 15. März 1991 auch völkerrechtlich ihre Wirkung, als Deutschland die volle Souveränität wiedererlangte. Heute ist kein Gesetz der Militärregierung in Kraft. Sind Sie verwirrt? Lügen die? Irgendeiner scheint doch hier die Unwahrheit zu sagen, oder? Was ist das Rätsels Lösung? Wenn man auf den Kern der Dinge kommt, ist es zum Schluss einfach. Beide sagen die Wahrheit. Beide verwenden eine List in der Begriffung der Bedeutung der Wörter. Und beide täuschen. Und beide handeln damit rechtens, denn beide wenden eine sanktionierte oder erlaubte Kriegslist an. Haager, Landkriegsordnung, Artikel 24, Kriegslisten sind erlaubt. Und die List geht dabei um den Begriff Deutschland. Wenn Schäuble da vorne sitzt, weiß jeder, er ist der momentan Bundesminister der Finanzen für die Bundesrepublik Deutschland. Und wenn der von Deutschland redet, suggeriert jeder, naja, der meint ja wohl die Bundesrepublik Deutschland. Und jetzt sagt der, Deutschland ist nicht frei. Jetzt schreiben wir die Alliierten an bezüglich auf Deutschland. Die Alliierten verwenden aber ihre eigene Begriffsdefinition von Deutschland. Denn die Frage ist, wo kommt denn der Name Deutschland her? Es gab früher das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, dann gab es den Bund Deutscher Länder, dann gab es den Norddeutschen Bund und daraus ging völkerrechtlich das Deutsche Reich hervor. Das waren die Völkerrechtssubjekte. Nun hat man hier, darüber möchte ich jetzt nicht reden, wer schuld und all so eine Geschichten, Verantwortung, ist heute nicht mein Thema, Krieg geführt gegen das Deutsche Reich, auch mit dem Ziel, die Begrifflichkeit Reich bei den Deutschen zu illuminieren. Das ist ihnen hervorragend gelungen, wenn sie heute überall in die Welt gehen. Jeder Franzose ist stolz auf Frankreich.
Und warum nicht? Aber wenn Sie den Deutschen sagen, Deutsches Reich, du hast ja gleich die Luft raus und damit wollen wir gar nichts mehr zu tun haben, weil hier alles auf diese sogenannten 12 Jahre meinetwegen reduzieren. Und das kann letzten Endes nicht wahr sein. Aber wenn man allein im Rechtlichen einen Begriff verändern möchte oder eliminieren möchte, dann muss man ihn definieren. Und die Alliierten taten das im Chefgesetz Nummer 52. Und dort finden Sie im Artikel 7 unter Begriffsbestimmungen, die haben alles bestimmt. Was ist eine Person, was sind geschäftliche Unternehmen, was sind Vermögen und so weiter und so fort. Immer wenn Begriffe auftauchen, was verstehen die darunter, damit man das Gesetz, finde ich okay und finde ich auch völlig richtig, dass es sowas gibt, haben die gemacht. Und im Punkt E finden wir die Begriffsbestimmung zu Deutschland, die sie eingeführt haben. Deutschland bedeutet das Deutsche Reich, wie es am 31. Dezember 1937 bestanden hat. Das, meine Damen und Herren, ist Deutschland. Und das meinen die Alliierten in ihrem Antwortbrief. Und das ist eine sehr entscheidende Frage. Meine Damen und Herren, herzlichen Glückwunsch. Das Deutsche Reich ist seit 1991, wie die es schreiben, souverän. Leider bekennt sich keiner dazu und alle laufen rum mit einem Ausweis und Personal einer Firma namens Bundesrepublik. Dumm gelaufen. Aber die ist nicht souverän. Haben wir gehört von Schäuble, steht in allen Gesetzen, darüber müssen wir nicht diskutieren. Das finden Sie auch überall. Fragen wir doch mal an, wie gesagt, immer Fragen bei den Behörden. Und wer das jetzt nicht glaubt, was ich sage, den empfehle ich immer genau dieses zu tun. Und zwar schreiben Sie doch mal einen Brief an Ihr Einwohnermeldeamt. So nach dem Motto, ich habe das alles auf meiner CD drauf, Musterbriefe als Word, können Sie gleich einsetzen, nur Ihren Namen, die gelben Kästchen nur noch austauschen, Satzbausteine nutzen die, wie Sie die wollen. Mit Sichtung meiner Ausweisdokumente sind mir eine Ungereimtheiten oder Unklarheiten aufgefallen, die mich zu folgenden einfachen Fragen an Sie veranlassen, da Ihre Verwaltung diese Dokumente herausgibt. Bitte teilen Sie mir rechtsverbindlich mit, wie genau der Staat als Substantiv bezeichnet heißt, in dem Sie und ich leben. Erbringen Sie mir für diesen Staat Ihre amtliche Legitimation und noch so eine Frage nebenbei, bekomme ich bei Ihnen auch andere Ausweise als diese mit Staatsangehörigkeit Deutsch? Ich habe immer am Atlas geguckt, ich habe den Laden nicht gefunden. Und jetzt hätte ich gerne mal gewusst, wo lebe ich denn eigentlich? Haben wir angeschrieben, ich werde Ihnen nachher einige dieser Briefe zeigen. Wir haben auch den Schäuble angeschrieben, seinerzeit war er noch Innenminister. Hier ist die Antwort aus dem Innenministerium. Nochmal zurück, das ist ja wichtig. Erst einmal, auf der Seite des Innenministeriums selbst, können Sie heute nach Hause gehen, googeln, können Sie reingehen, steht die Begriffsbestimmung, die die Jungs selber bieten, Innenministerium, Bundesrepublik. Die Staatsangehörigkeit bezeichnet die Zuordnung eines Menschen zu einem bestimmten Staat mit allen Rechten und Pflichten. Dementsprechend wird mit Staatsangehörigem jemand bezeichnet, der einem bestimmten Staat angehört. Jetzt füge ich dazu und das demzufolge immer ein Substantiv steht ja da, oder? Okay? Jetzt kommt die Antwort vom Schäuble. Generell wird die Staatsangehörigkeit in Reisepässen und Personalausweisen zutreffend mit dem einschlägig und grammatikalisch richtigen Adjektiv Deutsch beschrieben. Der Name des Staates, in dem Sie leben, das sind übrigens die einzigen, die überhaupt geantwortet haben, im Ministerium auf diese Frage. Alle Behörden haben anders geantwortet, werden Sie gleich sehen. Ich lege hier die von Ihnen angegebene Adresse zugrunde, wird im amtlichen Sprachgebrauch mit Bundesrepublik Deutschland Vollform, Deutschland Kurzform bezeichnet. Jetzt können Sie wieder lange darüber nachdenken. Und wissen, was der Trick war? Wo die raus sind? Erstens sowieso im Auftrag, nicht gültig. Und zweitens im Sprachgebrauch als. Der schreibt nicht, der Staat ist oder heißt Bundesrepublik Deutschland, sondern er wird nur so betrachtet oder als solcher gesehen oder als solcher bezeichnet. Das schreibt der. Ganz wichtig, das, meine Damen und Herren, ist die Täuschung. Denn die sind kein Staat. Und das, was der Sigmar Gabriel gesagt hat, können Sie dann auch nachlesen. Gehen Sie rein, Dan Bradstedt, und zwar immer englische und amerikanische Branchenführer und Firmenverzeichnisse. Alle Behörden, alle Körperschaften in Deutschland, jedes einzelne Kaff ist in den USA und in England als Firma registriert. Alle. Hier, und zwar hier, hier steht immer Company Research, ne? Dann können Sie das mal eingeben. Freistaat Bayern, Bundesrepublik Deutschland, Headquarter, Dorotheenstraße und so weiter und so fort. Alles. Selbst die Gerichte, Bundesverfassungsgericht, Bundesgerichtshof, immer Company Lockup. Meine Damen und Herren, wir haben es hier mit Firmen zu tun. Punkt. Bei Manta gehen die sogar so weit, das steht hier, Bundesverfassungsgericht. Bundesverfassungsgericht is a private company categorized under federal courts and location Karlsruhe, Germany.
Geht es deutlicher? Glauben die, die irren sich hunderttausende Male, dass die da drin stehen? Das, meine Damen und Herren, glaube ich nicht. Und hier kommt jetzt ein wesentlicher Punkt zum Tragen, den ich jetzt einfach mal behaupte und letzten Endes auch belege. Die vielen Aktivitäten, die es hier in Deutschland gibt, alle toll, alles super, alles wichtig. Aber die meisten fangen mit dem dritten oder vierten Schritt eines 10-Punkte-Plans an. Und das Wichtige ist erst einmal, wenn man sich gegenüber diesem System in irgendeiner Weise hinstellt, dann wird man seinen Erfolg oder seinen Misserfolg darauf zurückzuführen, aus welcher eigenen Rechtsposition handle ich. Und wenn ich gegenüber diesem System aus der Rechtsposition eines Sklaven oder als Personal agiere, dann muss ich mich über die vielen Resultate, die viele Aktivisten hier erzielen, letzten Endes nicht wundern. Denn wie überall auf der Welt, so auch in Deutschland, Menschen und Personen werden gefragt, Personal und Sklaven werden angewiesen. Und für Deutschland gilt auf jeden Fall, habe ich in amerikanischen Rechtsaufsätzen gelesen, dass die Menschenrechte ohnehin außer Funktion sind. Gott sei Dank wissen die das in den Behörden auch nicht, weil die auch alle ihrer Konditionierung unterliegen. Aber das ist so, den besten Beweis, weil ich beschäftige mich ja mit Stiftungen und Stiftungssystemen, habe ich dadurch gefunden, sie können hier in Deutschland gemeinnützig tätig sein, Kaninchenzüchtervereine machen, was hier alles gemeinnützig ist. Übrigens alles richtig und gut, darüber möchte ich überhaupt nicht diskutieren. Nur eine wichtige Sache fehlt. Die Förderung der Menschenrechte ist laut Abgabenordnung in Deutschland kein gemeinnützig förderwürdiges Gut. Das entspricht aus meiner Sicht auch vollständig der juristischen Logik, denn es gibt hier im juristischen Sinne keine Menschen. Wozu soll das gut sein? Hier gibt es nur bekennendes Personal und Sklaven. Und wie die Versklavung funktioniert, möchte ich Ihnen zeigen. Und das ist letzten Endes sehr wichtig. Bundesrepublik Deutschland, die gibt es übrigens auch noch als Firma in Washington D.C. Haben wir mal geguckt, ist mal jemand hingefahren, hat die Gebäude der Bundesrepublik Deutschland in Washington D.C. fotografiert. Also meine Damen und Herren, fallen Sie nicht mehr auf diese Typen herein. Und die stehen ja absichtlich in dieser Reihenfolge so, wie sie sind, denn die meisten hatten die gleichen Finanziers und Auftraggeber. Für mich ist mein Geschichtsverständnis heute, sind Sozialismus und Kapitalismus zwei Seiten der gleichen Medaille, denn beide hatten die gleichen Finanziers. Und uns treiben die immer in die Polarisierung, dass die sagen, oh, der Klaus da, das ist ja ein ganz Rechter oder das ist ein ganz Linker. Oder wenn du nicht mehr zu stoppen bist, was ist die nächste Steigerungsform? Nee. Erstmal kommt Sekte. Und dann kommt, das, was Sie sagen, ist antisemitisch. Egal, was es ist, weil dann reagiert der Deutsche wie ein Pavlovscher Hund. Und wenn Sie darauf reinfallen, dann haben Sie prinzipiell letzten Endes verloren und so weiter. Und deswegen zeige ich Ihnen mal was, das ist das. Das ist eigentlich gar nicht so lustig. Das finden Sie heute in Griechenland. Das sind Straßenposter aus Griechenland. Und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, und das, die haben wahrscheinlich keine Ahnung, die haben das einfach so gemacht, um ihren Protest und alles Mögliche rauszusteigen, denn Deutschland, und das möchte ich Ihnen beweisen, ist der Nazi-Mutter der EU. Das, was die hier anwenden, ist das neue Staatsrecht von Hitler. Und das finden Sie wieder im Lissabon-Vertrag und überall. Und das zeige ich Ihnen gleich, wie diese Geschichte funktioniert. Deswegen liegen die hier gar nicht so verkehrt. Die wichtige Frage ist, sich doch mal mit dem Thema Staatsangehörigkeit zu beschäftigen. Wir haben da die eigentliche Ursache allen Übels gefunden. Wir finden ja zum Beispiel auf der Seite des Staatsministeriums von Bayern, der Bundespersonalausweis und der deutsche Reisepass sind kein Nachweis über den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit. Sie begründen lediglich die Vermutung, dass der Ausweisinhaber die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Gucken wir mal. Und jetzt kommen mal hintereinander so ein paar Briefe. Bezüglich der Frage, A, wie heißt der Staat, in dem wir leben, B, Ihre Legitimation und C, kriege ich bei Ihnen noch was anderes. Nehmen wir so einen Brief aus den Minen, der entscheidende Satz hier unten. Die BRD hat am Fortbestand einer für alle Deutschen geltenden gemeinsamen deutschen Staatsangehörigkeit im Sinne des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes, Rustag, jetzt Stack, hat gleich eine große Bedeutung, stets festgehalten. Aus dem Grundgesetz des Fortbestandes des deutschen Staatsvolkes folgt, dass es eine Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland, deren Erwerb Sie anstreben, nicht gibt. Das finden Sie überall. Von der Begrifflichkeit her gibt es keine Staatsangehörigkeit. Übrigens, bei mir gibt es keinen Dokumentennachweis. Ich habe die Sachen so bedeutend gefunden. Bei mir ist immer nur ein Scan gleich, immer Originale, rein, rein. Auch in unseren Heften, die wir gemacht haben, zu diesem Thema immer nur gescannte Originale. Da spare ich mir das Quellenverzeichnis. Wir veröffentlichen gleich die Quellen und haben jetzt auch im Internet eine riesengroße Datenbank angelegt und sowas, damit das irgendwann mal nicht verschwindet, diese ganzen Geschichten.
Und um hinter diesen ganzen Schweinereien zu kommen, die ich Ihnen gleich zeigen werde, ist es eben wichtig, auch in Bibliotheken zu gehen. Denn im Internet, machen Sie Gesetze im Internet, Sie finden sofort alles Mögliche. Aber wissen Sie, was Sie nicht finden? Die Metamorphose von Rechtstexten. Sie sehen immer nur den Ist-Stand. Aber erst an der Metamorphose von Rechtstexten erkennen Sie eigentlich die Schweinereien, die letzten Endes gemacht wurden. Oder die Entwicklung und die Absicht, die dahinter steckt. Ne? Wenn Sie heute zum Beispiel lesen, Gerichtsverfassungsgesetz 15, dann steht jetzt da, weggefallen. Naja, ist halt weggefallen. Und wer interessiert sich schon, was früher da drin stand? Da stand drin, Gerichte sind Staatsgerichte, war ganz kurz. Und der ist in Deutschland weggefallen. Naja, wird schon so seinen Grund haben, ne? Warum das so ist. Aber wenn man da nicht weiter recherchiert und nur im Internet nachguckt, sieht man das ja nicht. Weiß man, da steht ja nur, weggefallen. Mehr sieht man ja da nicht mehr. So, und dann kann man die weiterfragen. Und dann eine Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland gibt es nicht. Und Grundgesetz Artikel 116.1 regelt, dass Deutschland im Sinne des Grundgesetzes ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Also erstens bestätigen alle, eine Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik Deutschland gibt es nicht und damit erfüllen die auch nicht die Kriterien eines Staates, die in der Konferenz von Montevideo festgelegt sind. 1933 war das, nämlich Staatsvolk, Territorium, verfassungsgebende Gewalt. Also die können schon mal für sich ein Staatsvolk nicht beanspruchen, weil sie ja selber von sich sagen, gibt's nicht, haben wir nicht im Angebot und wir haben hier nur Deutsch. Oder sie besitzen bereits die deutsche Staatsangehörigkeit. Da sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, ist ein Erwerb dieser Staatsangehörigkeit weder möglich noch erforderlich. Und so weiter und so fort. Sie besitzen bereits die deutsche Staatsangehörigkeit. Ach übrigens, fällt Ihnen noch was auf, was Interessantes? Die Analyse der Briefe ist ganz wichtig. Gehen Sie nochmal zurück, welche Frage gestellt war. Ich wollte ja gar nicht wissen, ob es die Bundesrepublik Deutschland gibt oder nicht gibt. Ich wollte wissen, wie der Laden hier heißt. Das war die Frage. Und die andere Frage war, bringen Sie mal eine Legitimation für diesen Staat, wenn Sie ihn denn gefunden haben, für den Sie tätig sind. Die werden überhaupt nicht beantwortet, mal so ganz wichtig. Ne? Und dann kommen immer so eine Dinge. Und immer kommt eines. Sie haben bereits, oder wir haben die deutsche Staatsangehörigkeit, man kann die Urkunden haben und es steht ja letzten Endes auch in meinem Personalausweis. Deutsch. Woher kommt eigentlich dieses diffuse Deutsch? Nun, da schreibt uns zum Beispiel Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration Schleswig-Holstein auch auf diese Frage. Und zwar ist es ganz wichtig, weil die Dame, die uns da schreibt, gibt extra in ihrer E-Mail-Adresse an staatsangehörigkeit@. Die scheint also was damit zu tun zu haben, sonst hätte sie ja nicht diese E-Mail-Adresse. Und diese Dame schreibt, hinsichtlich der von Ihnen aufgeworfenen allgemeinen Frage nach der Existenz der Bundesrepublik Deutschland besteht hier keine Zuständigkeit. Ich stelle anheim, hier eigene Recherchen anzustellen oder ein privates Rechtsgutachten in Auftrag zu geben. Das, meine Damen und Herren, schreiben uns die Leute, die für die Ausweise, die uns übergeben, zuständig sind. Und jetzt haben Sie ungefähr eine Vorstellung, wie Sie leben. Nun, Wir haben gemeint, ich glaube, das scheint ein Schlüsselthema zu sein und haben dieses Ding nicht delegiert auf einen externen Staatsrechtler oder privates Rechtsgutachten und schon gar nicht von den Leuten, die im System ausgebildet sind, da groß geworden sind und da bestimmte Sachen machen. Ich habe mich da an einen Sketch von Otto erinnert aus den 70er Jahren. Der hat da mal so schön in die Kamera gesagt, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Rauchen doch nicht gesundheitsschädigend ist, gezeichnet Dr. Marlboro. Man muss es selbst tun. Nun kann ich die ganze Entwicklung nicht aufzeichnen, sondern ich fange mal an dem Stück an, wieder original eingescannt reingebracht, worauf die sich heute noch beziehen, wenn sie in die Behörden gehen, dann sagen die beziehen sich auf das Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913. Das ist insofern eine Falschaussage, als dass die in dem Gesetz sich mal rumgefuhrwerkt haben. Und es hieß nämlich früher RUSTAG, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz. Nur kommt die ja immer daher, die Leuthäuser-Schnarrenberger, als wir da waren, na, wir haben das alles bereinigt. Und dann sind die Leute zufrieden, ohne natürlich zu wissen, dass alleine die Methode der Rechtsbereinigung Nazi-Gleichschaltung ist. Was stand denn so früher in dem Gesetz drin? Da stand drin, Deutscher ist, wer die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaat oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit besitzt. Da sagt man, na gut, wird schon so seine Richtigkeit haben. Was hat es insgesamt damit? Das hat eine ganz, ganz große Bedeutung, denn augenscheinlich gab es zwei. Und dann finden wir hier noch etwas, nämlich in erklärenden Werken dazu erläutert von Hermann Beck. Bei dieser Fassung ist der Begriff der Reichsangehörigkeit auf die unmittelbare Reichsangehörigkeit beschränkt.
Und in Deutschland unterscheidet man drei Begriffe: Staatsangehörigkeit, Reichsangehörigkeit und unmittelbare Reichsangehörigkeit. Können Sie jetzt nicht viel mit anfangen, ne? Wenn man die Grundlagen der deutschen Staatsverfassung kennt, diese Grundlagen sind für den Rechtsunkundigen nicht leicht zu erfassen. Sie weichen von den im Volke herrschenden Vorstellungen nicht unerheblich ab. Und weil das so ist, konnte auf diese Geschichte einer der größten Betrügereien aufgebaut werden, die wir uns heute immer noch ausgeliefert sehen und die wir ja haben. Selbst nach dem Ersten Weltkrieg, als wir unser Kolonialreich verloren haben, stand immer noch drin, mittelbare und unmittelbare Reichsangehörigkeit, das sind so Rechtsaufsätze, das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht. Die unmittelbare Reichsangehörigkeit ist ein Produkt der auswärtigen und kolonialen Ausdehnung des Reiches. Sie ist trotz des Verlusts des deutschen Kolonialreiches nicht von selbst weggefallen. Wir hatten also eine Staatsangehörigkeit in Deutschland und die Staatsangehörigkeit war immer die in den Bundesstaaten. Also es gab keine Deutschen. Es gab Bayern, Preußen, Baden, Hessen, Thüringer, hast du nicht gesehen. Also die ganzen Länder und Bundesstaaten, die wir in Deutschland haben. Die hatten dann mit dem Deutschen Reich eine geniale Erfindung eines Herrn Bismarck. Darüber hast du das letzte Mal auch schon referiert, fand ich total toll. Auch die Aussagen von Bismarck, dass es Deutschland immer gut geht, wenn wir eine Allianz mit Russland hatten, ging es beiden Völkern gut und Europa. Und wenn die gegeneinander standen, war es immer eine Katastrophe für die Welt. Und der hat das Deutsche Reich konzipiert als eine Entität ohne eigenes Territorium. Weil die Territorium besaßen immer die Bundesstaaten. Und im Reich gab es nur den Schutz der Außengrenzen, Zölle und so weiter und so fort, Niederlassungsfreiheit. Und dass man mit dem Deutschen Reich, mit der Bundesstaatsangehörigkeit, automatisch mittelbar die Reichsangehörigkeit hatte. Und dann gab es noch eine unmittelbare Reichsangehörigkeit. Und das steht ja hier drin. Die unmittelbare Reichsangehörigkeit war ein Produkt der kolonialen Erweiterung. Das, meine Damen und Herren, war eine Auslandsangehörigkeit. Auch die Jungs in Südwestafrika waren unmittelbare Reichsangehörige, aber keine Deutschen. Oder besser, keine Badener, keine Hessener, keine Thüringer und so weiter und so fort. Und das wollten die genau unterschieden haben und deswegen hatten die 1913 dieses Gesetz gemacht. Das kann man auch sehr leicht beweisen. Das war das Deutsche Reich. In den Grenzen jetzt von 1937, das waren die einzelnen Länder in Deutschland oder vielmehr Bundesstaaten, die dann übrigens schon mal degradiert wurden, 1919 mit der Weimarer Verfassung in Ländergrenzen, weil es die Reichsgrenzen nicht mehr gab, die wurden aufgehoben, sonst hätten sie nicht ohne Konsequenzen ins Rheinland rein können und so weiter und so fort. Da wurde das schon aufgereicht. Dahinter steht ein ganz genialer Plan bestimmter interessierter Kreise, das zu machen. Das, meine Damen und Herren, sind Ihre Heimatländer, heute auch noch. Das ist Ihre Heimat und ich möchte Ihnen jetzt zeigen und beweisen, wie in Ihre Heimat genommen wurde und was das für Konsequenzen heute hat. Beweis hier an den Dokumenten, immer wenn Sie irgendwelche Ausweise sehen, gehen Sie mal auf Flohmärkten, holen Sie das und wenn Sie sowas haben, schicken Sie es uns ein. Wir würden das gerne insgesamt sammeln, um die Beweislage immer noch drastischer zu machen, aber eigentlich reicht das aus. Überall haben Sie das hier, Staatsangehörigkeit hier Baden oder Staatsangehörigkeit Preußen an dieser Stelle. Der Ausweis sah wie folgt aus. Früher, vor 33, war es so, Deutsches Reich, Reisepass, Deckblatt und dann schlägt man auf und was liest man da? Oh, Staatsangehörigkeit hier Preußen oder Staatsangehörigkeit hier Sachsen. Das waren die Heimatländer. Es gab keine Staatsangehörigkeit Deutsches Reich, es gab kein Deutsch, es gab keine deutschen Staatsangehörigen. Sowas gab es alles nicht. Und die Staatsangehörigkeitsausweise wiesen auch immer auf die der entsprechenden Länder hin. Nun, meine Damen und Herren, präsentiere ich Ihnen die Erfinder der Staatsangehörigkeit Deutsch. Dem ging ein Ereignis voraus, Reichstagsbrand. Die Intention war, alles zusammenzuschmelzen, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Das haben die dann auch gemacht. Die einzelnen Schritte können Sie in den Heften nachlesen. Ich muss hier ein bisschen schnell durch, dass ich hier nur den Gesetzesbeweis habe. Zu dieser Zeit gibt es viel zu erzählen, vor allen Dingen, wie die, bevor sie es juristisch gemacht haben, sprachlich den Begriff deutsche Staatsangehörigkeit eingeführt haben, bevor sie zum großen Schlag ausgeholt haben, erst 1934. Da gibt es eine Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit vom 5. Februar. Es gibt nur noch eine deutsche Staatsangehörigkeit, in Klammern Reichsangehörigkeit. Im neuen Staatsrecht, wie gesagt, da haben die heute ihre Anleihen überall her, wenn sie das lesen, wird mir schlecht, ganze braune Soße auf Europa verteilt. An die Stelle der bisherigen doppelten Staatsangehörigkeit, Reichs- und Landesangehörigkeit, ist eine einheitliche deutsche Staatsangehörigkeit, in Klammern Reichsangehörigkeit, getreten. Die Reichsangehörigkeit wird fortan nicht mehr mittelbar durch zuvorigen Erwerb der Landesangehörigkeit, sondern unmittelbar als deutsche Reichsangehörigkeit erworben. Ach, bitteschön, was war nochmal die unmittelbare Reichsangehörigkeit? Für Ausländer. Die für Ausländer.
Damit wurden wir auf einen Schlag heimatlos gemacht und keiner hat so richtig mitgekriegt. Da wurde uns unsere Heimat beraubt. Und wenn Sie keine Heimat haben, dann haben Sie auch keine Rechte, ne? Logisch. Dann sind Sie eigentlich fast vogelfrei. Na, Sie haben immer noch eine Koloniezugehörigkeit. Das war Deutschland übrigens auch, aber ist heute nicht das Thema. In den Gesetzen spiegelt sich das so wieder. Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz. Da hier ist die Verordnung, die Staatsangehörigkeit in den Ländern fällt fort. Eingang gefunden in das Gesetz und jetzt stand nur noch da, Deutscher ist, wer die, und genauso steht es im Gesetz, unmittelbar Reichsangehörigkeit besitzt. Das war die Entmachtung. Meine Damen und Herren, die Erfinder der deutschen Staatsangehörigkeit und die Erfinder der Staatsangehörigkeit Deutsch waren die Nazis. Und da ein Staat gekennzeichnet ist durch Staatsvolk, Territorium, verfassungsgebende Gewalt, kann ich hier mit Fug und Recht behaupten, ich habe das auch an allen Petitionen reingeschrieben, die Bundesrepublik Deutschland setzt das Dritte Reich fort. Juristisch. Das tun die hier. Wer das nicht glaubt, gibt es ein Gesetz? Ja, kann das sein? Ausländerbehörde, Gesetz zur Änderung der Reichs- und Staatsangehörigkeit, das ist von 1935, über die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit entscheiden die Einwanderungsbehörden nach pflichtgemäßem Ermessen. Ach übrigens, neben der vielen anderen Gesetze, die wir jetzt alle auf unseren Internetseiten veröffentlichen, finden Sie auch dieses Gesetz, was heute noch eine vollständige Gültigkeit hat. Wir haben schon so viele Gesetze gefunden aus der NS-Zeit, die heute hier in der BRD angewandt sind. Da konnten Sie im Scrollen nicht mehr hinterher. Fast alles ist hier Nazi-Gesetz. Mal so ganz nebenbei. Okay? Können Sie gar nicht glauben, ne? Ich gucke so ungläubige Gesichter. Ich präsentiere Ihnen hier Fakten, meine Damen und Herren, nicht irgendwelche Behauptungen. Dieses Gesetz ist heute auch gültig. Und wenn Sie es immer noch nicht glauben wollen, machen Sie das alles. Das hier sind die Staatsangehörigkeitsurkunden vom Dritten Reich, Deutsches Reich, und das sind die heute von der Bundesrepublik. Die unterscheiden sich in nichts außer in diesem Adler und Hakenkreuzes raus. Ansonsten ist alles das Gleiche geblieben. Beide verleihen die deutsche Staatsangehörigkeit. Und wenn Sie heute diese Urkunde beantragen wollen, damit Sie endlich mal die Gewissheit haben wollen, dass Sie auch wirklich deutscher Staatsangehöriger sind, wo werden Sie dieses Dokument abholen müssen, können, dürfen? Nee, zielgerichtet auf der Ausländerbehörde, weil ja dieses Gesetz noch gültig ist. Haben Sie nach Ihrer Ausbildung nochmal amtlich richtig bestätigt. Aber die meisten Leute werden sagen, ja, okay, wird schon seine Bewandtnis haben, setzt sich weiter hinter seinen Sixpack Bier und guckt in den breiten Flachbildschirm, weil da kommt ja die Wahrheit, ne? Ein Volk, ein Reich, ein Führer, hier alles genau die gleiche Soße. Hier die Beweise von den Dokumenten her, die ersten Erfinder der Staatsangehörigkeit Deutsch, hier 1934. Das setzt sich dann fort, letzten Endes in allen Pässen. Da ging man dann über und haben dann gleich gesagt, Deutsches Reich. Wenn es viele heute so nationale Bewegungen gibt und die machen sich eigene Ausweise und da steht drin, Deutsches Reich, herzlichen Glückwunsch, Nazi. Genau das Gleiche, die sind kein Stück besser, die lachen sich hier tot über uns. Diese ganze Geschichte, Reisepässe und so weiter, hier Deutsches Reich. Sie finden das in Arbeitsbüchern, Staatsangehörigkeit Deutscher. Sie finden das in Wehrpässen und sowas, die es aus der NS-Zeit gab, Deutsch. Ja, Deutsch hier, Staatsangehörigkeit. Ach so, das war die erste Kennkarte übrigens ab 1938. Die Nazis haben die Ausweispflicht erfunden, die Nazis haben die Personal, die Kennausweise erfunden und all diese Gesetze sind heute noch in trister Anwendung. Ne? Immer wenn ich auf der Straße stehe, haben so einen Personalausweis, nee, dann sage ich immer dem, wollen Sie jetzt hier ernsthaft Nazi-Gesetze in Anwendung bringen? Hoch. Übrigens kann denen die Keule richtig gut umdrehen, wenn man jetzt ein bisschen Ahnung hat, ne? Auf diesem Gebiet. Das ist doch das, wofür es hier dann anhalten möchte, was man machen kann. Nachkriegszeit sah wie folgt aus. Da wurde das, da ging die Kriegslist los, weil es fortgesetzt wurde, obwohl sie in ihren Gesetzen die Alliierten was völlig anderes bestimmt haben, denn der Einsatz von Nazi-Gesetzen ist eigentlich verboten. Die DDR war nicht besser. Da stand gleich im ersten Artikel der Verfassung drin, Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Die gleiche braune Soße, überall das gleiche Spiel. Was die Ausweise betrifft, apropos Verschwörung. Die wird hier offen vorgetragen und trotzdem können die uns immer noch als Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Aber ich meine, das macht man ja in souveränen Staaten so. Früher stand da drin, ausstellende Behörde, hier zum Beispiel Ausweis von 2004, Freie Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Wandsbek, heute steht da Kundenzentrum. Aber natürlich sind ja staatliche Stellen heute Kundenzentrum. Sind ja keine Staatsbürger für die, sie sind Kunden und Personal und Sklave im juristischen Sinne. So ein Ding in der Tasche zu haben, ist schon aus energetischen Gründen nicht ratsam und sowas, weil hier satanische Symbole drauf sind. Aber das nun mal der nebenbei. Hier haben Sie dann dieses Stück hier, wie Sie es sehen, Staatsangehörigkeit Deutsch. Und was ist das? Aber alle sind zufrieden. Und hier übrigens ist die nächste Täuschung im Adler, das ist nämlich der Bundesadler, der hat eine Schwinge mehr. Auch in den Grafiken, weil die dürfen ja nach außen nicht täuschen. Wenn Sie einen Reisepass haben, ist nach außen der Adler der Weimarer Republik und nach innen ist der Bundesadler.
Alle Menschen haben das, die rechtsfähig sind und damit einen Antrag auf Personalausweis gestellt haben und somit einen Firmenbeitritt tätigen konnten, außer Kinder. Bei Kindern ist auch innen der Adler der Weimarer Verfassung. Also der echte Reichsadler. Warum? Warum sind Kinder sind noch nicht geschäftsfähig, kann man nicht betrügen. Also die halten immer die Rechtsnorm ein. Österreich wurde von der deutschen Staatsangehörigkeit befreit. Das sind Ausweise, wie sie noch bis vor einiger Zeit in Österreich galten, als Adolf Hitler 1938 nach dem Münchner Abkommen in Österreich rein ist, war eines der ersten Gesetze, die die gemacht haben, das Gesetz über die Staatsangehörigkeit, sodass die Österreicher fortan ab 38 auch die deutsche Staatsangehörigkeit hatten. Und eines der ersten Gesetze, die die Österreicher nach dem Krieg gemacht haben, war wieder ihre Staatsangehörigkeit Österreich zurück. Und da stellt sich doch die berechtigte Frage, die sich auch im Bundestag und eingestellt haben, sagen Sie mal, warum wurden denn die Österreicher eigentlich von der Nazi-Staatsangehörigkeit deutsch befreit und wir nicht? Interessante Frage, oder? Übrigens, dieses Übel wird jetzt auf die ganze EU ausgeweitet, denn heute werden die Ausweise so ausgegeben, erstens schon mal zum Personal geworden und zweitens die Staat explizit nicht mehr erwähnt. In Polen ist das genauso wie hier zum Beispiel in Belgien, da steht auf einmal Staatsangehörigkeit Belgierin. Und wenn Sie heute, ich dachte, ich mache mal überall eine Petition, bei der EU habe ich es mir denn verkniffen. Weil da stand dann drin, Petitent, welche Staatsangehörigkeit haben Sie? Und dann standen nur noch in allen Ländern der EU Adjektivbezeichnungen. Da dachte ich, was soll ich mich jetzt beim Täter beschweren? Unter deutscher Vorherrschaft. Das ist der Nazi-Motor für die EU. Und hier wird die Entrechtung durchgesetzt. Die heißt, alles nur noch unter goldener Kordel, wie alle Fahnen, das ist nämlich das Firmenkennzeichen, alles nur noch Kolonie. Von der Kolonie in die Staatenlosigkeit und mit der Staatenlosigkeit bist du vogelfrei. Ne? Recht zum Töten übrigens für solche Leute. Mal so ganz nebenbei. Fragt man die mal an, Bundespräsidialamt, das antwortet der Bundespräsident. Entgegen der Antwort war ein Brief hin und her über die Staatsangehörigkeit, hat jemand geschrieben. Entgegen ihrer Ansicht gibt es selbstverständlich die deutsche Staatsangehörigkeit. Im Sprachgebrauch, so im Staatsangehörigkeitsgesetz, spricht man von der deutschen Staatsangehörigkeit. Ein Blick in die Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit vom 5. Februar 1934. Also der Herr Bundespräsident nimmt hier mal eine Anleihe bei den Nazis, die in Paragraph 1 bestimmte, dass die Staatsangehörigkeit in den Ländern fortfällt und es nur noch eine deutsche Staatsangehörigkeit gibt. Also auch im Deutschen Reich wurde von deutscher Staatsangehörigkeit gesprochen. Hier irrt der Bundespräsident. Nur im Dritten Reich wurde von der deutschen Staatsangehörigkeit gesprochen und natürlich in der BRD. Das finden Sie dann auch im Gesetz, aber da sollten Sie dann nicht Gesetze im Internet nachgucken, sondern da stehen ja nur die Gesetze und die Texte drin, sondern in den Fußnoten, was welche Bedeutung hat. Und da steht das dann ganz genau drin. Da steht dann drin, die haben hier zum Schlag ausgeholt, hier steht ein Schlag drin, den hat nicht mal Adolf Hitler gewagt. Und dieser Schlag wurde gegen uns geführt am 8.12.2010. Da steht denn drin, die Bedeutung der Begriffe Reichs- und Staatsangehörigkeit im Sinne dieses Gesetzes hat sich geändert. An die Stelle der Reichsangehörigkeit ist gemäß Verordnung vom 5.2.34 und so weiter Grundgesetz die deutsche Staatsangehörigkeit getreten. Die Reichsangehörigkeit, vermittelnde Staatsangehörigkeit in den Bundesstaaten seit der Weimarer Verfassung in den deutschen Ländern, ist durch die Verordnung beseitigt worden. Und jetzt beseitigen die noch was, die unmittelbare Reichsangehörigkeit. Jetzt haben wir keine Kolonieangehörigkeit mehr, denn an die erste Stelle dieses Gesetzes steht heute Deutscher, jetzt nur noch im Sinne dieses Gesetzes, nur noch im Sinne, ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Und dadurch, dass die deutsche Staatsangehörigkeit mit nichts mehr hinterlegt ist, mit nichts, auch von der Begrifflichkeit her, bedeutet es juristisch die Staatenlosigkeit. Meine Damen und Herren, willkommen in der Staatenlosigkeit. Und jetzt machen wir Konferenzen über Souveränität. Staatenlose überhalten sich über Souveränität. Das ist eine ganz coole Idee. Sage ich jetzt mal so flapsig, weil es wirklich ein ganz, ganz dringendes und ernstes Thema ist, das aufzuführen. Und bevor wir uns über die Souveränität Deutschlands unterhalten, sollten wir etwas machen, was der Peter Feiß das letzte Mal auch schon angesprochen hat, wofür ich Ihnen dankbar bin. Wir sollten uns erstmal Gedanken machen über unsere eigene innere Souveränität. Und wenn wir über Souveränität reden, dann schauen wir als erstes in den Spiegel. Bin ich souverän oder nicht? Und wenn ich das habe oder bin, dann kann ich erst mit anderen Souveränen über eine andere Souveränität auf einer höheren Ebene reden. Vorher hat das überhaupt gar keinen Sinn. Der Punkt ist nur der, meine Damen und Herren, natürlich ist das alles über Täuschung im Rechtsverkehr entstanden. Der Punkt ist nur,
Ihre Sklaverei und Ihre Staatenlosigkeit haben Sie selbst beantragt. Dumm gelaufen. Denn Sklaverei ist international verboten. Rothschild und Konsorten halten sich immer an die Gesetze. Aber die Freiwillige ist erlaubt. Meine Damen und Herren, das System funktioniert so. Meistens arbeiten die mit Bequemlichkeit und dann über Täuschung. Und dann gestalten die die Umstände immer so, dass wir zu ihnen kommen und für uns Angebote annehmen, die von den AGBs für uns schlecht sind. Und dann stellen wir das irgendwann fest, dass das so ist. Und dann sind wir immer im ergebnislosen Protest, Reklamation und Demonstration. Hat das irgendwo auf der Welt schon mal funktioniert? Nennen Sie mir bitte ein Beispiel. Vergessen Sie es. Das haben die gemacht. Ah, jetzt kommt aber der Punkt. Wie kriegen wir die Jungs juristisch? Aber Juristerei ist wichtig, spielt aber keine Rolle. Zum Schluss wird dieses eine Machtfrage sein, denn Nazis räumen mir nicht freiwillig das Feld, sage ich Ihnen. Ist so. Die Erfahrung habe ich gemacht, ich bin hier durch mit denen. Ich habe alles bis zum Bundestag, ich zeige Ihnen das auch gleich. Verordnung, Militärregierung in Deutschland. Haben die uns ja bestätigt? Haben sie mir bestätigt? Ne? Gilt. Bundesbereinigungsgesetze. Was gilt dann? Das gilt. Und jetzt müssen Sie gar nicht lange suchen. Das ist ja das Schöne bei den Gesetzen. Das ist in der SMAD so. Da ist es das Gesetz Nummer 2, Absatz 5, Kontrollratsgesetz 1, Ausrottung der Nazi-Gesetze. Das wichtigste Gesetz ist das Chefgesetz Nummer 1. Ich lese Ihnen mal den Text vor. Da muss man auch kein großer Rechtssachverständiger sein. Die Dinge sind immer sehr eindeutig. Die Auslegung oder Anwendung des deutschen Rechts nach nationalsozialistischen Grundsätzen, gleichgültig wann und wo dieselben kundgemacht wurden, ist verboten. Und wie gesagt, gehen Sie auf unsere Internetseite, da können Sie scrollen, welche Nazi-Gesetze alle in Anwendung sind. Das Schlimmste und die Ursache allen Übels ist dieses Gesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz. Und dass hier ganz explizit das Dritte Reich fortgeführt wird und nicht nur, die haben einen draufgesetzt, die haben sogar aus einer Kolonieangehörigkeit eine Staatenlosigkeit gemacht, um uns reibungslos in die EU zu transportieren. Das ist der Motor. Und wenn die das mit uns gemacht haben, machen sie es mit allen anderen auch. Das ist ja nicht so, dass wir hier Sonderrolle oder was weiß ich wie. Hier konnten die schon mal üben. Das heißt, hier haben die Juristen in der Privatisierung, in der Entstaatlichung allen Rechtes und der Privatisierung allen Rechtes die größte Erfahrung. Das nutzen die dann in der EU. Und deswegen, um ihre eigene Legitimität in diese Firma zu retten, sind auch die sogenannten deutschen Politiker die größten Befürworter für alle Geschichten, was die EU betrifft. Und die werden nicht erlassen und die ziehen den ESM durch und die werden uns ausziehen bis aufs letzte Hemd. Solange wir das zulassen. Das tun die. Und das haben die auch gesagt, bringe ich Ihnen noch. Hier, die Metamorphose alleine dieses ersten Paragraphen des Staatsangehörigkeitsgesetzes, mehr müssen Sie übrigens juristisch gar nicht wissen, um hier durchzukommen. Mit denen, mehr müssen Sie gar nicht wissen. Zum Schluss ist es alles ganz einfach. Was habe ich übrigens früher, wer Rechtsbriefe geschrieben an dieses System und das noch und jenes noch. Wissen Sie was, können sich alles schenken. Für alle Argumente, die Sie haben, nehmen Sie Ihr stärkstes Argument, schmeißen alle anderen weg. Wenn Ihr stärkstes Argument zieht, brauchen Sie die anderen nicht mehr. Und Sie brauchen nur noch dieses Argument, den Rest können Sie vergessen. Denn das Schöne ist, das ist das Tolle jetzt, hat ja eine Kehrseite. Wenn wir alle staatenlos sind, sind die es auch. Und das ist der Grund der fehlenden Legitimation, ob das hier ein Staat ist oder nicht. Weil ein Staatenloser, die sind ja auch alle Personalausweisträger, kann keine Legitimation für irgendeinen Staat haben. Das ist der Punkt. Das heißt, hoheitliche Aufgaben können die hier gar nicht wahrnehmen. Aber wenn die sie anschreiben, sollten sie jetzt nicht so einfach an die Mülleimer werfen. Warum? Es ist nicht verboten, uns Angebote zu unterbreiten. Wir sind hier im Handelsrecht. Es ist ja eine Firma. Und die unterstellen uns konkludentes Handeln, sagt man im Handelsrecht dazu. Wenn ich mich ein Leben lang wie ein Sklave verhalten habe, ist wohl zu erwarten, dass ich das demnächst auch tun werde. Und außerdem habe ich permanent Vertragsangebote angenommen. Übrigens die wichtigste Frage, ich bringe Ihnen etwas mit, was Sie nutzen können, auch persönlich umsetzen können. Wenn Sie Ärger mit einer Behörde haben, verwenden Sie niemals deren Aktenzeichen. Das reicht schon. Haben Sie die erste, haben Sie schon mal 50%. Denn immer das Aufgreifen des Aktenzeichen ist die Einlassung auf das Geschäft. Steht in der ZPO. Verloren, noch bevor es losgeht. Antworten Sie immer, ich antworte Ihrem Brief vom so und so viel und verwende mein eigenes Akten- und Geschäftszeichen. Bitte geben Sie das demnächst an. Umdrehen. Und nicht so, wie die es machen und so weiter. Dann haben Sie schon mal 1000 Punkte. Ach so, das übrigens und alles, was ich Ihnen dargestellt habe, habe ich jetzt geschrieben und jetzt dachte ich, Mensch, hier Deutscher im Sinne,
Dachte ich, war ich mir noch nicht ganz so sicher, ob das wirklich mit der Staatenlosigkeit so ist. Ach, fragst du die doch mal. Habe ich also das Ordnungsamt angeschrieben, nachdem ich schon meine Urkunde 146 gemacht habe, so nach dem Motto, so Frau, sowieso, bin böse, heißt sie bei mir in Treptow, ich habe noch eine Verständnisfrage, habe ihr das also dargestellt und habe gefragt, sagen Sie mal, habe ich jetzt immer noch seit dem 8.12.2010 die Nazi-Staatsangehörigkeit deutsch oder bin ich mit der letzten Rechtsbereinigung nun endgültig staatenlos geworden? Interessiert Sie die Antwort? Okay, Antwort. Hier in Groß, als Leiterin des Amtes für Bürgerdienste zugleich Pass- und Ausweisstelle des Bezirks Treptow-Köpenick teile ich Ihnen mit, dass ich die Bearbeitung Ihrer Anliegen ablehne. Wahrhafte Demokraten, meine Damen und Herren, auch in den Behörden, habe ich eine 13-seitige Petition an den Bundestag geschrieben, habe hier auch die Bedeutung und habe extra reingeschrieben, immer versöhnlich, habe gesagt, hier Beschwerde aus Sorge der Unkenntnis, Antrag auf Forderung zur Aufklärung der Fehlinterpretation der deutschen Staatsangehörigkeit, Aufforderung aus Sorge der Unkenntnis und der fehlende Friedensvertrag, das ist nämlich ganz wichtig, das ist nämlich der springende Punkt. 1990, wenn ich das mal so einflechten darf, zu den 2+4-Verhandlungen gibt es ein ganz interessantes Protokoll, wo es nämlich auch um die Frage geht, was die Briten da geantwortet haben, hier, sind wir nun souverän oder nicht? Und da lese ich hier mal, muss man doch eine Brille aufsetzen, nur den letzten Satz vor und sowas, da gab es die Zusammenkunft der Außenminister von Polen, Frankreich, Sowjetunion, USA, Großbritannien, Bundesrepublik und DDR am 17. Juni 1990. Und da ging es ja um die Grenzfrage, gerade Oder, da ist hier Friedensgrenze und wie wird sich das verdammt Deutschland verhalten und so weiter. Und da haben die Alliierten gesagt, so, das ist jetzt die Grenze, basta, und die BRD sagt das auch. Nun sagte aber der Pole, weil er ja weiß, die sind hier in der Verhandlung mit DDR und BRD und das ist nicht das Deutsche Reich. Und die haben das ja definiert, da sagte der Pole, der Außenminister Polens, Krzysztof, den Namen kann ich jetzt nicht aussprechen, weist darauf hin, dass nach Ansicht der polnischen Regierung diese Erklärung keine Grenzgarantie durch die vier Mächte darstellt. Ja, darauf gepasst. Der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, Hans-Dietrich Genscher, weist darauf hin, dass er zur Kenntnis genommen hat, dass diese Erklärung für die polnische Regierung keine Grenzgarantie darstellt. Und jetzt kommt's. Die BRD stimmt der Erklärung der vier Mächte zu und unterstreicht, dass die in dieser Erklärung erwähnten Ereignisse oder Umstände nicht eintreten werden. Das heißt, dass ein Friedensvertrag oder eine Friedensregelung nicht beabsichtigt sind. Hans-Dietrich Genscher, 1990. Die Deutschen haben den Friedensvertrag verhindert. Die eigenen Leute. Man sagt dazu Verfassungshofverrat, aber eigentlich nicht, ist ja bloß eine Firma. Der bestellte Hausverwalter, der hier tätig war und der uns hier ins Abstellgleis geschickt hat. Und weil das so ist, weil bis heute der Friedensvertrag offen ist, der im Potsdamer Abkommen drinsteht. Da steht nämlich drin, der Zweite Weltkrieg ist dann zu Ende, wenn mit den drei Achsenmächten Friedensvertrag geschlossen wurde. Und zwar mit Italien, mit Japan und mit Deutschland. Japan hat einen, Italien hat einen, Deutschland war keinen. Und folgerichtlich ist der Zweite Weltkrieg nicht zu Ende. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist Ihnen schon mal aufgefallen, das ist übrigens hier ein Weltthema, was wir gerade besprechen, ist Ihnen schon mal aufgefallen, Koreakrieg, Vietnamkrieg, Libyen, Afghanistan, gab es irgendwo von irgendjemandem irgendwo eine Kriegserklärung? Warum auch? Der alte ist ja noch nicht zu Ende. Das ist der Grund. Deswegen ist das ein ganz wichtiges Thema. Und die Welt wartet auf die Deutschen. Und die Deutschen schlafen. Das Deutsche Reich ist frei und keiner nimmt es wahr. Weil alle laufen wir mit einer Nazi-Kennkarte durch die Gegend. Toll. Aber sind alle aktiv im Kampf gegen die Nazis. Wisst ihr, was die machen? Das ist die Story, habe ich auch so reingeschrieben ins Heft. Aus dem Kaufhaus rannte der ertappte Dieb und schrie am lautesten, haltet den Dieb. Das ist die Nummer, die hier läuft. Übrigens von allen. Und wir haben alle angeschrieben, alle Fraktionen, inklusive Gregor Gysi, die tauchen alle ab. Die stecken alle unter einer Decke. Die sind alle informiert über dieses Thema. Bundestag habe ich die Petition gemacht und habe das auch geschrieben, dass das für den Weltfrieden von Bedeutung ist und so weiter und so fort. 13 Seiten und immer lösungsorientiert, nicht angreifend, nicht fertig machen, weil die unterliegen ja auch der Täuschung. Wenigstens, dass die das zur Kenntnis nehmen. Was schreibt mir der Bundestag? Übrigens nicht alt, ne? 2.8.2012. Haben die dann geantwortet? Der wichtige Satz lese ich Ihnen hier vor. Die Staatsangehörigkeit, Paragraph 1, regelt, Deutscher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Der Eintrag der Staatsangehörigkeit wird durch ein Adjektiv bestimmt, hier Deutsch. Ein Staatsbürger kann nicht die Bundesrepublik Deutschland oder Deutschland sein. Verstehen Sie den Satz? Super qualifizierte Sachen kommen da vom Bundestag, ne?
Übrigens, der Leiter vom Fraktionsausschuss für Petitionen ist eine Linke. Als weitere Anlage, PS, ja. Hier, die Linke. Als weitere Anlage füge ich eine Kopie der Verfahrensgrundsätze des Petitionsausschusses bei. Gemäß Ziffer 7.3 handelt es sich um eine mangelhafte Petition, sofern diese gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstößt. Also ich weise denen gerade nach, dass die gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstoßen und da kommt das zurück. Das ist nicht nur menschlich, sondern auch juristisch unterste Schublade, meine Damen und Herren. Das habe ich ja nicht mal in der Schule, hätte ich das gewagt. So eine Sache beim Lehrer überhaupt abzugeben. Das ist alles, was da kam, diese eine Seite. Und dann hinten die Verfahrensgrundsätze von denen reingepackt. Die tauchen alle ab. Vollständig. Hier kriegen wir sie. Artikel 116 Grundgesetz. Haben wir uns auch immer bestätigen lassen. Gilt das Grundgesetz? Ja oder nein? Haben die geschrieben? Ja. Habt eine andere Meinung dazu, aber ist ja egal. Die haben die Macht und die Pistole. Wenn die sagen, Grundgesetz gilt, dann gilt es. Da steht drin, Deutscher im Sinne dieses Gesetzes ist vorbehaltlich anderwärtiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Und jetzt verstößt dieses leider gegen 139, denn dort steht drin, die zur Befreiung des deutschen Volkes vom Nationalsozialismus und vom Militarismus erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes nicht berührt. Ahaha, dafür sind die gar nicht zuständig. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. Dieses Recht wurde uns genommen. Niemand darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen werden, doch das Recht versagt, wenn seine Staatsangehörigkeit zu wechseln. Haben die einfach gemacht. Die haben uns hier 2010 staatenlos gemacht. Redet nur keiner nach, interessiert ja keinen. Und versteht wahrscheinlich auch gar keiner diese Täuschung, das ist das eigentliche Problem. Dann verstoßen die gegen 16 Grundgesetz. Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur aufgrund eines Gesetzes oder gegen den Willen des Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. Sind wir aber. Die haben uns gerade staatenlos gemacht. Übrigens, hier ist mal so ein Ding, wie sie bei jedem Richter rauskommen. Er ist deutscher Staatsangehöriger. Wenn Sie jetzt eine bestimmte Urkunde machen, die ich Ihnen gleich zeigen werde, wenn Sie jetzt in eine andere Verfassung eintreten, wenn Sie jetzt die Souveränität wieder zurückholen, ist der nicht für Sie zuständig, weil wissen Sie warum? Es ist Ihnen ja nach alliierten Gesetzen verboten, mit Nazis zu kungeln. Richter darf in Deutschland nur jemand sein, der eine deutsche Staatsangehörigkeit hat. Was ist das? Eine Nazi-Angehörigkeit. Oh, damit habe ich nichts zu tun. Das ist eine Gleichschaltungsbehörde, mit denen darf ich gar nicht zusammenarbeiten, Kraft Gesetz. Da gehe ich auch gar nicht mehr hin. Ja, wo leben wir denn hier? Ich darf nicht mit Gleichschaltungsbehörden zusammenarbeiten. Übrigens bin ich für einen Soldatenkönig, der hat mal Folgendes gesagt. Wir ordnen und befehlen hiermit allen Ernstes, das ist der sogenannte Spitzbubenerlass, dass die Advokatie schwarze Mäntel, welche bis unter das Knie gehen, unserer Verordnung gemäß tragen, damit man die Spitzbuben schon von Weitem erkennt. Das sollten wir auch einführen und zwar ganztags, 24 Stunden, dann wird sich an den Gerichten einiges ändern, wenn man die Typen schon überall erkennt, wer das hier ist, denn die haben das hier in der Hand. Ne? So, wie beerdigen wir die ganze Geschichte? Das ist nämlich der Punkt. Es geht nicht darum, vom Bundesverfassungsgericht zu klagen, meine Damen und Herren, wir müssen die Typen loswerden. Das ist meine persönliche Auffassung. Weil, was machen einige große Hochgelehrte aus meiner Sicht falsch? Ich habe es ihm sogar schon mehrfach gesagt. Die stehen da und klagen aus einer falsch verstandenen eigenen Rechtsposition, nämlich die eines Sklaven und eines Personal, mit Staats- und Völkerrechtsargumenten vom Firmenkonstrukt und auch noch vom Firmengericht. Und so sind ihre Erfolge. Hat schon mal irgendwas funktioniert? Kann gar nicht aus meiner Sicht folgerichtig. Kann gar nicht. Und es steht doch überall da. Können die denn nicht lesen? Das ist doch ihr Job, eigentlich dieses zu tun. Hat schon irgendetwas funktioniert auf diesem Gebiet? Meine Damen und Herren, wenn etwas funktionieren soll, ist das Wichtigste, erstmal ihr Verhalten zu ändern. Und ich habe mal so ein bisschen umgeguckt und studiert und bin auf 5 Schlagworte gekommen. Was tun eigentlich Mächtige im Unterschied zu Ohnmächtigen? Was tun die den ganzen Tag? Was macht Mächtige mächtig? Es ist übrigens nicht das Geld. Die proklamieren, die postulieren, die verordnen, erlassen und gebieten. Und weil sie das tun und alles in ihrem Sinne drehen, haben die zum Schluss natürlich auch die Kohle. Weil die haben ja auch die Geldschöpfungsprozesse in der Hand und die Regeln dafür aufgestellt. Aber in dem Spiel gibt es immer zwei. Nämlich der eine, der es tut und ich kann jemanden für das, was er tut, nicht verantwortlich machen, wenn es seine Intention ist. Aber es gibt noch jemand anderen, der es zulässt und das sind wir zum größten Teil. Denn was tun die Ohnmächtigen? Ohnmächtige beantragen, befolgen, reklamieren, demonstrieren, protestieren. Nochmal, hat schon irgendwas auf diesem Gebiet funktioniert? Die Protestbewegungen der 70er, 80er Jahre, Mittelstreckenraketen, Pershing 2, da waren schon Millionen auf der Straße. Hat das irgendwas bewegt? Im Gegenteil, was sagen die in Stuttgart?
So als Stuttgarter Regierungsverantwortlicher würde ich sagen, wissen Sie, wir haben Demokratie. Ich glaube, unsere Untertanen haben das Recht, doch einmal zu sehen, wie die von Ihnen bezahlten Wasserwerfer auch funktionieren. Dieses Recht sollten wir Ihnen einräumen, auch wenn Sie danach nichts mehr sehen. Ist doch ein Recht, oder? Hat das was gebracht? Nee. Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen, Friedrich Schiller. Sollte sich jeder einen Spiegel kleben. Und dann geht es hier auch weiter wieder mit dem Land. Wo kriegen wir die? Im Grundgesetz selbst. Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Jetzt haben wir so ein paar Sachen aufgearbeitet, die sind alle auf der CD, die können Sie nutzen, wie Sie wollen. Und das stelle ich Ihnen dann heim, bestimmte Dinge zu machen, also so ein paar Rechtsbriefe, so ein paar Vorlagen, Behördenvorlagen und so weiter und so fort, damit es erstmal ein anderer Umgang ist. So das Wesentliche ist, Sie gehen erst einmal nicht mehr zu einer Behörde und stellen dort einen Antrag, sondern Sie geben das erste Mal eine Erklärung ab. Das Einzige, was Sie dafür brauchen, das ist gar nicht umfangreiche Rechtskenntnisse, das Einzige, was Sie wirklich brauchen, ist Rückgrat. Da bin ich mal gespannt, wie viel das denn haben. Denn Freiheit ist die eine Seite der Medaille und die andere heißt Verantwortung. Und wer nicht bereit ist, für sich Verantwortung zu übernehmen, der braucht über Freiheit nicht zu diskutieren. Denn die Freiheit, die wird Ihnen nicht geschenkt von irgendjemandem und von denen hier schon gar nicht. Das können Sie vergessen. Entweder die holen Sie sich oder Sie sind hier weiter in der Betreuungsgesellschaft. Und mal so ganz nebenbei möchte ich jetzt auch eine Lanze für die Bundesrepublik brechen. Von den vielen Betreuungsorganisationen dieser Welt ist die Bundesrepublik nicht die schlechteste. Und mit Hartz IV lebt sich hier besser als mit einem Facharbeitergehalt in Indien. Das sei mal so nebenbei festgehalten. Aber es ist ja auch eine Verdienstleistung dieses Volkes, die die aber in einer Umverteilung in irgendeiner Weise in der Hand haben. Ne? Und warum ist es hier in Deutschland noch so still gegenüber den anderen Ländern? Griechenland, Spanien? Das ist schon die Hölle los, ganz einfach. Ein voller Bauch ist nicht auf der Straße. So einfach ist die Welt. Es ist wirklich so einfach. Und das kriegen wir eigentlich immer noch ziemlich gut auf die Reihe. Unser Angebot ist wie folgt. Können Sie darüber nachdenken und nutzen? Habe ich gemacht. Ich teste das ja immer aus. Ich habe viele Sachen ausgetestet, auch im Stiftungswesen, so wie drauf gekommen, unsere Dinge zu machen, immer hingehen, immer in der Interaktion mit denen zu sein und so weiter. Diese Urkunde gemacht. Weil ich bin hingegangen, Einwohnermeldeamt, habe mir so eine Karte gezogen, habe mich hingesetzt, war dran. Ja, was hätten Sie gerne? Ich würde hier gerne eine Erklärung abgeben. Was ist denn für eine Erklärung? Na, ich hätte hier gerne eine Urkunde und die Urkunde unterschreibe ich jetzt hier vor Ihnen und Sie bestätigen mir bitte die Unterschrift. Ja, was ist denn das? Habe ich dir das vorgelesen? Hier dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit. Also das Grundgesetz ist ja auch Ihr Grundgesetz. Ja, da haben wir einen Verfassungsauftrag. Wir haben einen Verfassungsauftrag. Und wissen Sie was? Heute ist der Tag für mich gekommen. Ich setze das heute um. Und wissen Sie was? Ich nehme die Verfassung von Weimar an. Gibt es übrigens im Internet Riesendiskussionen, habe ich auch alles auf der CD drauf. Warum gerade die? Die Weimarer Verfassung ist ein Besatzungskonstrukt. Die ist Anerkennung von Versailles. Die ist eigentlich übel. Die ist auch nicht vom Volk gewählt. Genauso wie das Grundgesetz und so weiter und so fort. Aber sie ist legitim auch durch Duldung und Anerkennung. Sie ist von den Alliierten gemacht und sie ist heute gültig. Und ich lebe nicht im luftleeren Raum, ich brauche das als Verhandlungsgegenstand gegenüber den Alliierten, denn diese Weimarer Verfassung wird nur durch das Grundgesetz überlagert und durch den 2+4-Vertrag. Also ich muss darüber nicht diskutieren, ich nehme das, was da ist, ganz einfach. Und ich kann jetzt nicht diskutieren, nehme ich die von 1848, die Paulskirche oder 1871 und irgendeiner kommt hier mir noch an und sowas und legt mir einen Brief von Karl dem Großen auf den Tisch und so weiter. Na, wo wollen wir denn da hin? Weil meine Damen und Herren, mir, vielleicht werden Sie es merken, mir geht es nicht darum, in irgendeiner Weise Recht zu kriegen, sondern erfolgreich zu sein. Und wir haben hier ganz, ganz dringende Probleme zu lösen, denn die gehen ja auch mit Riesenschritten auf die NWO. Und das werden wir denen nicht so einfach ausreden, so im Gespräch. Das wird so nicht funktionieren. Da müssen wir unsere Rechte wahrnehmen. Und da können wir auch bei denen gucken, wo sind denn da die Punkte. Und hier haben wir einen Punkt. Und deswegen darf übrigens Deutschland auch nur mit dieser Verfassung Friedensverträge unterzeichnen. Die sind ganz wichtig. Und dann haben wir auch reingeschrieben, wenn die Friedensverträge unterzeichnet und die rechtlichen Ansprüche geklärt sind, bin ich gewillt, über eine neue Verfassung abzustimmen und anzunehmen. Steht ja auch schon drin. Dann verabschieden wir uns mal gleich von diesem Ding. Das will ich auch nicht unbedingt haben. Ne? Aber es ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Hat die da gesessen? Ja, ey, nee, das unterschreibe ich Ihnen nicht. Sagen Sie, das möchte ich machen. Wozu brauchen Sie denn das? Da gehe ich zur russischen Botschaft. Was wollen Sie denn da? Na, ich zeige mich an als Nazi. Wie?
Sie haben hier das Ding hier angedreht und sowas, dieses Ausweisdokument und sowas. Da zeige ich immer, hier habe ich mein Heft mit, zack, zack, zack. Da zeige ich immer, wer die Staatsangehörigkeit Deutsch schon wieder verliehen hat. Da habe ich gesagt, wissen Sie, gestern habe ich schon wieder geguckt, Hitler und die Frauen und Hitler und sein Hund Blondie, habe die Schnauze voll. Und so mit Nazis habe ich hier nichts zu tun. Und Frau Merkel hat gesagt, der Kampf gegen Nazis ist Staatsräson. Da habe ich gesagt, genau, Frau Merkel, da fangen wir mal bei Ihnen an. Fallen die da hinten vom Stuhl. Erstmal, wenn sie die Sache so machen. Also ein bisschen macht Spaß, also mir macht es ein bisschen Spaß, muss ich dazu sagen. So eine Dinge dann auch auszuprobieren in der Interaktion. Ich kann Ihnen sagen, als ich da aus dem Rathaus raus war, habe ich mehr erreicht als alle Demonstranten und sowas. Da war eine Notsitzung. Das können Sie glauben. Da sind die mit ihren Aktenordnern da rein, habe ich schon gesehen, was sie da machen können, wie sie den Klausel wegbügeln. Dann haben sie natürlich nicht gemacht, haben sie mir nur meinen Pass bestätigt. Brauche ich ja zur Vorlage bei den Russen, mit einem Antrag auf Schutz der Russischen Föderation und so weiter und so fort. Wie die Dinge aussehen, können sie alle auf der CD haben. Und. Also wie die Dinge genau laufen, was man machen kann. Haben die da gestanden, auf was machen sie jetzt mit dem, was machen sie mit mir? Haben sie gesagt, nee, was machen sie nicht? Habe ich einen Bürgermeister angeschrieben. Sagen Sie mal, die haben mich in meinem berechtigten Anliegen der Nazi-Staatsangehörigkeit loswerden, nicht unterstützt, das ist nicht nett. Übrigens zwingen kann ich Ihnen die nicht, denn im Verwaltungsverfahrensgesetz 34 steht drin, eine Behörde kann eine Unterschrift beglaubigen, muss es aber nicht. Also ich kriege die nicht in den Zwang, nicht, dass sie denken, die müssen. Müssen die gar nicht. Die sind nur ethisch-moralisch verpflichtet, wenn es gegen Nazis geht, etwas zu tun. Und sie tun es nicht. Und dann habe ich den Bürgermeister von Köpenick gefragt, sagen Sie mal, was tun Sie denn eigentlich, um die Anwendung nationalsozialistischen Rechts zu verhindern? Wissen Sie, was der zurückgeschrieben hat? Oh, wir haben Ihr Anliegen geprüft, bei uns ist alles in Ordnung. Ich finde es schön, das alles schriftlich zu haben. Von denen. Freue mich schon auf seinen nächsten Wahlkampf, SPD. Das sind so die Briefe, die man schreiben kann, wo ich sagen kann, erstens, Sie fragen mal nach Ihrer Legitimation und in welchem Staat leben Sie, dann können Sie mal eine provokante Frage stellen, habe ich noch die Nazi-Staatsangehörigkeit oder bin ich jetzt staatenlos? Und dann kommt der Weg hinterher, diese Willenserklärung. Und der Ausweg ist im System selbst gegeben. Interessiert Sie das noch? Ja. Der Ausweg? Grundgesetz. Haben Sie ja geschrieben, gilt. Ne? Da steht Folgendes. Frühere deutsche Staatsangehörige, hier immer unser Kommentar dahinter, also Vater, Mutter, Oma, Opa, denen zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945, also Drittes Reich, ne? Die Staatsangehörigkeit, ja, was hatten die denn bis dahin? Preußen, Bayern, Baden, Sachsen, hast du nicht gesehen, ne? Aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen worden ist, und das ist allen, weil die hier die deutsche Staatsangehörigkeit allen übergebügelt haben, und deren Abkömmlinge, wir, die heutige Generation, sind auf Antrag wieder einzubürgern. Habe ich geschrieben in Form einer Entlassungsurkunde gemäß § 18 Staat, haben wir genau das bereinigte Nazi-Gesetz nehme ich jetzt. Das habe ich ja gesagt, das gilt, ne? Muss ja mit dem ausgehen, was da ist, was die haben. Es sind ja ihre Anwendungsvorschriften, die sie haben. Sie gelten als nicht ausgebürgert, sind also immer noch Staatsbürger von Preußen, Bayern, Sachsen, hast du nicht gesehen, sofern sie nach dem 8. Mai 1945 ihren Wohnsitz in Deutschland genommen haben, hab ich, und nicht einen entgegengesetzten Willen zum Ausdruck gebracht haben. Dumm gelaufen, hab ich. Der entgegengesetzte Wille wäre gewesen die Nichtbeantragung des Personalausweises. Habe ich aber gemacht. Aber da hilft BGB 119, Anfechtung wegen Irrtum. Lese ich immer vor, BGB, die Gesetze sind übrigens alle auf unserer Seite, meine Damen und Herren. 119, wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der Sachlage und bei vollständiger Würdigung des Falls nicht abgegeben haben würde. Jeder logisch denkende Mensch und Freiheitsliebende würde bei Kenntnis aller Umstände niemals einen Personalausweis beantragen, der eine Staatenlosigkeit beinhaltet oder eine Nazi-Staatsangehörigkeit, oder? Also ich gehöre jedenfalls nicht dazu. Nichtigkeit wegen Irrtum hat zur Folge Nichtigkeit von Verwaltungsakten. Und zwar auch in der Vergangenheit, steht in Ihren Gesetzen so. Wissen Sie, was ein Verwaltungsakt ist? Steuern? Erkennen Sie langsam die Bedeutung dieser ganzen Geschichte? Übrigens, wenn wir uns wieder zu dem bekennen, was wir wirklich sind, ich habe diese Erklärung abgegeben, weil ich habe ein Problem zu knacken gehabt, nämlich,
Ich darf nach 16 Grundgesetz nicht staatenlos werden. Deswegen muss ich jetzt beweisen, dass ich in meiner Ahnenreihe jemanden habe, der vor dem 30. Januar 33 geboren wurde. Habe ich, mein Großvater, und der ist Preuße. Deren Staatsangehörigkeit habe ich vererbt. Ich bestehe also jetzt auf meine ererbte Staatsangehörigkeit Preußen und gebe jetzt durch Täuschung im Irrtum Deutsch zurück. Meine Damen und Herren, das sage ich hier mit vollem Ernst. Deutschland ist das beste Land der Welt. Ich fühle mich hier auch wohl. Vorausgesetzt, Sie sind kein Deutscher. Fragen Sie mal an Asylanten. Und es geht gegen uns. Aber meine Damen und Herren, habe ich ein Glück, ich bin kein Deutscher. Ich bin Preuße. Und ich fange auch langsam an, stolz darauf zu sein, dass das so ist. Aber ich achte alles andere, die Vielfalt. Bayern, Sachsen, Hessen, diese Eigenart. Und ich hoffe, wir können da anknüpfen. An diese Geschichte, dass das, dieses Heimatgefühl, deswegen haben wir diese Broschüre auch genannt, Heimat ist ein Paradies, dass das noch nicht verschütt gegangen ist und dass man daran anknüpfen kann, eigentlich genau wie beim Fußball. Wenn das gelingen sollte, haben wir eine Chance. Es ist übrigens unsere letzte. Und wenn diese Dinge nicht funktionieren, dann frage ich Sie, was soll noch funktionieren? Als ich diese Willenserklärung abgegeben habe, ich habe den Brief noch nicht eingescannt, warum, ich kann es Ihnen sagen, ich weiß den Satz auswendig. Die Antwort von der lautete aus dem Amt, wir haben Ihren Brief erhalten, Beanstandungen haben sich nicht ergeben. Und dann habe ich geschrieben, schön, dass Sie die Gesetzlage genauso sehen wie ich. Ich erwarte bis zum 31.10. war das, Ihre Entlassungsurkunde aus der deutschen Staatsangehörigkeit. Habe ich letzte Woche angerufen, wann ich dann mit dem Brief zu erwarten habe. Dann hat die gesagt, mit mir redet sie nicht mehr und hat den Hörer aufgeknallt. Wahre Demokraten in den Behörden. Ja, haben Sie geglaubt, Nazis verlassen freiwillig das Territorium? Und dass es so einfach wird? Entweder es werden viele und die kriegen richtig Druck oder uns helfen die Alliierten. Ich gehe gerade beide Wege, weil ich mich auf das Erste nicht verlassen möchte. Bei der Konditionierung, wie die Sache hier gelaufen ist, muss ich dazu sagen. Zum Schluss nur noch eins, Frau Merkel im September 2011 kann ich auch. Würden Sie Europa aufgeben, wenn Sie merken, dass Sie die Menschen nicht von diesem europäischen Gedanken in einem gemeinsamen europäischen Haus überzeugen können? Die Nein. Menschen in Deutschland? Nein, auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Auch gegen den Willen der Menschen hier in Deutschland. Eine ganz klare Ansage, meine Damen und Herren, nehmen Sie das bitte wörtlich, was von unseren Politikern kommt. Würden Sie den Gedanken an Europa aufgeben, wenn Sie merken, dass die Mehrheit der Deutschen dagegen ist? Nein, auf gar keinen Fall, war die Antwort. Verrat. Also normalerweise in einem echten Rechtsstaat, ist ja kein Staat, ist ja nur eine Firma, würde jetzt der Staatsanwalt aktiv werden müssen. Aber was interessiert die, was zu Firmengerichte sprechen? Sie sehen auch das Urteil vom 25.07., ne? Wo die gesagt haben, die Wahlen sind ungültig. Erstens, 90% der Leute kriegen sowieso nicht mit. Zweitens, die Bedeutung auch nicht. Und drittens, die Merkel kommt aus dem Urlaub wieder und macht so weiter wie bisher. Was interessiert die, was die so ein Firmengericht da irgendwo in Karlsruhe darum urteilt? Das interessiert doch keinen. Die brauchen das nur zum Showprogramm. Wenn es darum geht, ESM, damit sie zum Schluss noch die Bestätigung kriegen. Deswegen nehmen die auch gerne so eine Klagen an, damit man ein riesengroßes Mediengetue drumherum machen kann, damit zum Schluss auch sagen kann, auch der Haftungsfreischuss für die lieben Abgeordneten, naja, wenn selbst das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist legitim und sowas mit den ESM, dann ist die Sache in Ordnung. Meine Damen und Herren, ausschalten. Gehen Sie weg davon. Das ist Barbara Salisch in roten Roben, das ist alles. Das ist nicht mal ernst zu nehmen. Und wir geben nur die Bedeutung, weil wir da einschalten, wir da noch hinhören, weil die noch zitieren und so weiter und so fort. Weg, Energie raus aus diesen ganzen Dingen. Das ist meine Empfehlung, die ich geben kann. Heimat ist ein Paradies. Ich habe Ihnen hier ein paar Wege aufgezeigt zur Wiedererlangung unserer Heimat und Rechtsfähigkeit. Menschenwillen bedeutet nicht, ein Gefäß zu füllen, sondern ein Feuer zu entfachen. Sehen Sie weniger fern, dann sehen Sie mehr durch. Das ist schon mal ein guter Anfang. Danke.